Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Brian Kendrick beendet seine In-Ring-Karriere, außerdem sehr viele Infos zur Hall of Fame-Zeremonie und die NXT UK Prelude Preview. Gleich mal vorab nochmal eine sehr interessante Meldung. Vor kurzem hatte ich ja hier gesagt, dass wir einen fetten Sale gerade bei Smilodogs machen. Und ja, was soll ich sagen? Das Ganze wird natürlich weiter eskaliert. Für die nächsten 2 Tage gibt es nochmal 60% Rabatt. Mit meinem Gutscheincode Martin60. Also nochmal 10% obendrauf. Extra für euch, Freunde. Checkt das auf jeden Fall aus. Dann haben die Dreharbeiten für die Hall of Fame ja schon begonnen. Ich hatte ja schon gesagt, dass einige Leute schon die Reaktionen aufnehmen durften. Also halt das während Raw-Episoden quasi einfach schon mal die Reaktion auf Hall of Fame-Reden gemacht wurden, obwohl die Reden da nicht stattfanden. Und auch jetzt wurde bekannt gegeben, dass man natürlich auch schon soweit vieles im Kasten hat für die Hall of Fame. Natürlich auch die Reden. Und da kam zum Beispiel auch eine sehr krasse Überraschung für die Bella Twins. Denn die haben eigentlich ihre Rede vorbereitet, so 10 bis 15 Minuten, wie das halt jeder nun mal hat. Und dann gab es für die einfach mal kurzfristig noch die Info, dass ihre Reden bloß 5 Minuten Zeit bekommen. Ja, da mussten sie natürlich ordentlich schneiden. Warum es gerade nur die betroffen hat, ist natürlich auch fraglich, aber die haben sich zumindest dazu geäußert. Außerdem war Jushin Thunder Liger nicht mit bei den Tapings am Start. Das heißt, der ist zwar in die Hall of Fame gekommen, aber es wurde bisher noch nichts dazu aufgezeichnet. Great Khali hat zum Beispiel bei den ersten Taping-Tag gefehlt, aber war dann beim zweiten da, das heißt, es hat eigentlich auch funktioniert. Und dann wurde auch schon ein Bild gepostet mit den ganzen Hall of Famern und da fiel auf, dass Titus O'Neil dort mit zu sehen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, der ist ja auch Host von WrestleMania, vielleicht deswegen. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass er den Warrior Award dieses Jahr bekommen hat und den halt damit verliehen bekommen hat. Das ist ja eigentlich jedes Jahr bei WrestleMania gibt es diesen Award für verschiedene besondere Leute. Kann also sein, dass Titus O'Neil den dieses Mal gewonnen hat. Dann hatte ich in der letzten Ausgabe schon viel über Andrade gesprochen und heute nochmal einen kleinen Nachtrag dazu. Denn als er die WWE informiert hat, dass er gerne entlassen werden wollen würde, da gab es nochmal die Anfrage, ob er nicht vielleicht lieber zu NXT wieder zurückgehen möchte. Und das wäre sicherlich eine Alternative gewesen. Für ihn hätte es sich aber wie ein Schritt zurück angefühlt und das ist halt nicht sein Gedanke gewesen. Denn er wollte eigentlich in den Main-Shows durchstarten, wollte dort besser eingesetzt werden und nicht bei NXT. Bei NXT lief's, das hat er schon gemacht. Da war er Champion, es war alles gut. Und jetzt wollte er eigentlich in den Main-Shows besser eingesetzt werden. Aber auch das wurde hier nicht gewährt. Dann gab es auf dem WWE Performance Center Kanal ein sehr interessantes Video zu Brian Kendrick. Der hat nämlich da ein bisschen sich selbst verfolgen lassen zu seiner Tätigkeit als Produzent. Und das heißt aber auch gleichzeitig, wenn er jetzt als Produzent eingesetzt wird, dann könnte es sein, dass er gar nicht mehr Wrestler ist. Dazu gab es auf jeden Fall einige Berichte, dass Brian Kendrick also jetzt nicht mehr offiziell als Wrestler eingesetzt wird. Das kann zwar hier und da immer noch mal passieren, aber er kümmert sich jetzt eher um die Produzententätigkeit dann im Backstage-Bereich. Dann gibt es natürlich wieder mal einen Bericht, das wird sich wahrscheinlich die nächsten Wochen jetzt immer mehr häufen, dass Peacock natürlich wieder geschnitten hat. Und zwar hat es dieses Mal ein D-Generation X-Segment getroffen. Auch da wird es wahrscheinlich noch einige von treffen. Aber jetzt erstmal wurde ein besonderes Segment rausgeschnitten. Ja, mal schauen, wie das noch weitergeht. Wie gesagt, die WWE zieht ja mit dem Network nach, schneidet das also auch nach und nach raus. Da wird also jetzt einiges noch kommen. Und dann wurde diese Woche bei NXT schon mit einem kleinen Hund angeteased, Frankie. Und Frankie ist Taya Valkyrie. Die wurde jetzt also schon mal angekündigt für die NXT-Episode nach WrestleMania und wird dann bei NXT durchstarten. Kam ja aus Impact Wrestling und ist ja auch zum Beispiel durch Lucha Underground bekannt oder durch die Tatsache, dass sie mit John Morrison zusammen ist. Also von daher haben wir schon mal wieder einen sehr guten Start. So, und dann hier mal eine bisschen ausgefallene Variante in den News. Und zwar gibt es jetzt einfach meine NXT UK Prelude Preview hier mit drin. Denn ich hätte sonst News und dieses Video separat hochladen müssen. Also gleichzeitig quasi. Und es wäre auch ein bisschen sinnlos gewesen, denn es sind nicht viele Matches. Das Event wird am Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Also könnt ihr eigentlich sehr gut gucken. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch live streamen. Also
Live-Reaction-mäßig machen und wir gucken das Ding einfach zusammen. Läuft auch auf dem WWE Network, kann man also easy gucken. Und wir haben, wie gesagt, drei bestätigte Matches für das Ding. Zum einen haben wir hier ein Women's Tag Team Match. Kaylee Ray als Champion zusammen mit Isla Dawn gegen die neue im Roster, mehr oder weniger, Millie McKenzie und Maiko Satamura. Das Ganze also als Tag Team Match. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite den Champion, auf der anderen Seite wieder frische, neue Gesichter. Ich schätze mal eher, dass man hier dann wahrscheinlich irgendwie aufbaut, dass vielleicht sogar alle drei sich gegen den Champion stellen. Und damit könnte sogar Isla Dawn noch Richtung Titel gehen. Also wahrscheinlich wird es nicht ganz so gut für Kaylee Ray ausgehen. Dann haben wir ein Number One Contender Match auf den Heritage Cup. Und das Ding ist einfach schon übel lecker. Und zwar haben wir Noam Dar gegen Tyler Bate. Sehr schöne Matchpaarung. Das wird ein absolut großartiges Match werden. Ist natürlich jetzt die Frage, wen man denn zu diesem Heritage Cup schicken möchte. Ich würde aber wahrscheinlich eher zu Noam Dar tendieren, denn Noam Dar hatte eigentlich noch nicht so viel die Möglichkeit. Da hatte ja denn doch Tyler Bate schon mal eher das Match um diesen Heritage Cup. Deswegen ist das schon okay. Ich würde denn eher Noam Dar als hier sowieso gegen A-Kid setzen. Macht meiner Meinung nach schon Sinn. Und dann haben wir noch das NXT UK Championship Match. Walter gegen Rampage Brown. Also halt mal wieder jemanden gefunden, der doch ein bisschen Masse mitbringt, damit wir Walter irgendwie eine anständige Möglichkeit als Gegner hinsetzen können. Aber ich denke nicht, dass der Titel hier wechselt. Lustig ist natürlich auch, dass wir einen Tag vorher Tommaso Ciampa gegen Walter sehen um den UK-Titel. Was wäre denn theoretisch, wenn Walter den dort verlieren würde? Dann würde er ja einen Tag später, müsste ja eigentlich Ciampa denn das Match gegen Rampage Brown haben. Aber das ist sicherlich auch sehr komisch umzusetzen. Könnte man also hier ein bisschen als kleinen Spoiler wahrnehmen. Aber es ist Walter, Freunde. Niemand wird Walter den Titel abnehmen. Meine Spoiler für die nächsten 2 Jahre, keiner wird Walter den Titel abnehmen und das wird Rampage Brown auch schon mal gar nicht schaffen. Der hatte zwar doch einen relativ starken Aufbau, aber im Groben und Ganzen doch ein bisschen zu frisch, bisschen zu neu und deswegen sehe ich einfach nicht. Walter wird das Ding auf jeden Fall verteidigen, aber schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Und ansonsten war es das erstmal mit dem News-Update nochmal für heute. Und ja, ich hoffe, das geht auch mal so klar, hier nebenbei nochmal eine NXT UK-Preview zu machen. Ja, freut euch also schon mal auf die WrestleMania Week, denn da stehen wir jetzt gerade vor. Es wird so viele Videos geben. Es wird sogar teilweise mehrere Videos an einem Tag geben. Das versuche ich zwar immer zu vermeiden, weil der YouTube-Algorithmus das gar nicht schön findet. Ja, aber es geht teilweise wahrscheinlich diese Woche nicht anders, deswegen müssen wir da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und es wird sau viele Livestreams geben, es wird einfach viel. Deswegen bleibt mir auf jeden Fall dran, haut den Abo-Button auf jeden Fall zusammen und am besten gleich die Glocke daneben auch noch drücken, weil dann ihr müsst das alles mitkriegen, das ist jetzt einfach viel zu viel. Und natürlich auch Kanalmitglied werden, damit ihr noch mehr Videos bekommt, damit ihr dann auch meine Review zu NXT UK Prelude dann anhören könnt und sehen könnt und mich einfach supportet bei den Millionen Videos, die ich am Tag hochlade. Also auf jeden Fall mal auschecken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben, Abo da lassen, habe ich glaube ich schon gesagt, ist ja eigentlich soweit auch klar. Wir sehen uns, Freunde, WrestleMania steht an. Das wird sehr anstrengend, aber auch krass. Deswegen dranbleiben und